Komm doch. Man kann den auch vergiften, den Speer. Alter, ich bin bei dir, Conrad, ich komme. Ach, da sind sie, da ist er. Soll ich mal werfen? Ich weiß nicht, ob ich treffe. Man hat ja keinen Faden, man hat keinen Dings. Ich lasse es lieber. Scheiße, Alter, mein Speer ist weg. Ja, komm, lass sie mal nicht angreifen. Lass mal gucken, ob wir sie mal bedrohen können, dass sie dann weglaufen. Ich muss erstmal mein Speer wiederholen. Warte, ich guck. Die Musik ist viel zu friedlich. Ey, Kollege. Wo ist mein Speer? Bleib auf Abstand, ist das klar? Scheiße, ich finde mein Speer nicht mehr. Ich sollte das Ding einfach nicht immer irgendwo hinpfeffern. Ich glaube, das Drohen tatsächlich hilft. Alter, mit dem Speer kann ich mit einem Schlag die Bäume fällen und so quasi sofort Stöcker generieren. Okay. Nicht angreifen, nicht angreifen, nicht angreifen, bitte. Ich greife gar nicht an, ich... Hast du das geschafft, den Speer wieder anzuzünden? Ich habe ihn gar nicht angezündet das letzte Mal, das war nur ein Irrglaube. Aber der heißt... Achso, kombinieren, warte mal. Aber man kann bestimmt irgendwie bestimmt Faden oder so ranmachen. Ach so, man kann ihn nur einmal aufheizen, jetzt habe ich das geschnallt. Ah, mein, also, dann habe ich jetzt meinen ganzen Alkohol verbraten. Ich dachte, man kann die nochmal aufbessern und nochmal aufbessern. Aber nee. Lass mal pennen, oder? Wenn man schon kann. Ja, noch nicht ganz. Nee, garantiert nicht. Also, das muss doch stockduster sein. Nee, aber ist es fast soweit? Vielleicht muss man auch für eine bestimmte Zeit wach sein. Vielleicht auch das. Ich guck mal in meinem Inventar, ob ich jetzt einen Bogen bauen kann. Scheiße. Okay, Stoff, Stock und jetzt brauche ich handgemachter Bogen. Ich kann auch eine Zwille bauen. Was ist eine Zwille? Das habe ich von auch schon gesehen. Ich glaube, damit kann man die kleinen Steinchen bestimmt werfen. Schießen. Okay. Reparaturwerkzeug, das brauchen wir, Alter. Aber dafür brauchen wir so viel Harz und ich habe 41 Baumharz, okay. Das? Ach, eine Feder ist das wahrscheinlich. Habe ich Federn hier? Ne, das ist Hasenfell. Ich guck grad, wie man die Axt noch aufbessern kann. Plus Schaden, minus Geschwindigkeit ist mit einem Zahn. Ne, Geschwindigkeit wäre nicht. Eigentlich bräuchte man noch mehr Geschwindigkeit. Man bräuchte. Oder plus Schaden und Geschwindigkeit, besser heißt es auch das. Eigentlich ein Holz, oder? Nee. Zwei Stoff, zwei Stecker. Ich habe jetzt ein Reparaturwerkzeug. Okay. Wollen wir mal pennen gehen, Jona, bitte? Warte, ich baue mal noch einen Bogen. Okay. Und ich habe jetzt einen Bogen. Wie hast du den gemacht, den Bogen? Mit einem Seil. Ah, Seil, okay. Alter, 7-mal Stoff. Na gut, okay. Boah, Alter, 5 Federn. Okay, Seil. Alter, wir brauchen viel mehr Federn, Alter, damit ich mir mehr Pfeile machen kann. Alter, Schneeschuhe. Gibt's hier Schnee? Das habe ich mich vorhin schon mal gefragt. Knochenpfeil, Zwille, handgemachte Axt, Schneeschuhe. Aber wofür, Alter? Wo ist denn Schnee? Ja, keine Ahnung. Wärmeanzug. Alter, sie kommen, Alter, sie schreien, sie kommen. Ja, lass pennen. Okay, ich bin... Ich auch. Musik ist wieder ein bisschen friedlich gerade, aber egal. So. Ich wollte mal bei dem Seil gucken. Da konnte man auch so eine Art Tasche machen, oder? Da stand sowas. Speertasche. Steinbeutel. Aber Speertasche, was ist denn das? So ein verrückter Hasenfellstiefel. Kann ich das mit dem Totenkopf kombinieren? Nee. Wasserschlauch. Das ist ja auch. Ach, ich habe ja sogar Leder hier, ne? Hasenfell. Ach, das ist Hasenfell. Was habe ich jetzt gemacht? Ein Hasenfell und ein. Einmal Faden. Ist ein kleiner Steinbeutel. Wahrscheinlich kann man dann damit mehr Sachen transportieren, ne? Nehme ich mal an. Hier liegt Schild, noch so ein einsamer Leertaste, Baumstamm rum. Verwende den Schildkrötenpanzer als Schlitten. Alter, was gibt's denn hier alles? Ich flippe komplett aus.
Ich habe gerade mal den Panzer einfach mal in die Hand genommen. Das ist ja mega. Hast du auch schon mal gemacht, Jona? Was? Ist das geil. Warte mal, kann ich den hinschmeißen? Ich habe keinen Schildkrötenpanzer mehr. Warte, kann ich den hinschmeißen? Du kannst ihn in die Hand nehmen und dann kannst du in den Berg runterrutschen. Bist du hier irgendwo? Nee, bist da vorne. Das ist ja richtig abgefahren, ey. Ja, ich bin hier vielleicht damit beschäftigt, uns Ressourcen zu Ja, ja, es tut mir leid. Füllt die Kettensäge. Es gibt auch Kettensägen, sehe ich gerade. Ich kann mit dem Treibstoffkanister kann ich Kettensägen auffüllen. Aber wie kommen wir denn, wie kommen wir denn bitte an der Kettensäge? Da brauchst du ja richtig Technik. Die findet man, die baut man nicht. Batterien kann man, okay. Aufladen. Taschenlampe wäre eigentlich auch immer echt geil. Aber die findet man wahrscheinlich auch, ne? Kleiner Stein. Ich habe ein Reparaturwerkzeug. Ich bin mir sicher, dass ich damit auch unsere Dings reparieren kann. Okay. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie viele Äste kann ich auf diesem Karren laden? Alter, ich habe da bestimmt schon... Muss ich heute meine Axt mal verbessern? Was war das jetzt? Federn haben wir keine mehr, ne? Ich habe noch Federn. Okay. Warte, ich werde erstmal mal eine Pfeile machen. Was ist das für ein Symbol? Jona, weißt du zufälligerweise, was bei dem Crafting, also auf dieser Decke da, dieses eine Symbol ist, das sieht aus wie ein Stück Holz mit einem Wassertropfen. Weißt du, was das ist? Das ist Harz. Ah, okay, danke. Logisch eigentlich. Ich habe Pfeile, Alter, ich habe einen Bogen und Pfeile. Nice. Nice. Und der nächste Vogel. Alter, kann ich irgendwie dafür sorgen, dass ich... Ich rüste auch mal meinen Speer aus. Alter, wir haben hier Schildkröte, wir haben hier Vögel, wir haben hier Bären. Alter, wir haben so viel guten Scheiß. Okay, fäll mal mehr Holz. Aber der Karren ist gerade voll mit Stöckern. Und ich sammle jetzt erstmal so viele Stöcker, dass wir erstmal genug haben. Also genug kann man bestimmt nie davon haben. Ich will mal, ich baue meinen Garten zu Ende, das wollte ich eigentlich gerade machen. Oh, ist hier jemand? Alter, hier ist irgendwo ein Typ, Alter. Ein Assi? Ich höre hier einen Typ. Ein Assi, ja. Ich find's da, hier, 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 links. Da, zwei, Alter. Das hat ja auf dem Kopf. Bedrohen, Alter. Die hat er einen zweiten Kopf auf dem Kopf? Ja, manche, Alter, die haben so richtig krasse Ausrüstung. Das ist dann so ein Häuptling oder so. Alter, wo ist der? Hier, hier. Komm mir nicht zu nahe. Alter, er ist aber aggressiv, Digga. Mit Jona. Alter, er hat einen Zahn verloren. Na, sonst lass erstmal gucken, ob er flieht. Oh, nee. Alter. Aua. Man kann ja auch decken, ne? Aber ich glaube, mit dem Stock geht das nicht. Sehr gut. Oh, da kommen noch mehr. Kommen mehr? Ja. Da ist noch eine Frau. Dann lass doch gucken, ob es ohne Töten geht. Ich lock sie weg, Alter. Ich lock sie weg, Alter. Ich vertreib sie. Ja, ja, genau. Mach's mal. Ich lege mal den Typen hier hin. Ich meine, eigentlich ist natürlich die Frage, wer ist jetzt eigentlich der Schuldige? Die Assis oder wir? Weil ja, wir keiner von beiden, auf ne? Deren, aber was, ich meine, welche Menschen essen die eigentlich, wenn hier mal nicht zufälligerweise ein Flugzeug abstürzt, ne? Ja, das ist eine gute Frage. So, ich bring mal die Stöcker, die ich jetzt hier gesammelt habe, nach Hause. Ich glaube, das sind einige. Und dann baue ich erstmal so ein Stocklager. Ich will erstmal so grundlegende Lager, würde ich erstmal alle so mit ins Lager mit reinbauen. Und da können wir dann erstmal so ein bisschen Kram lagern. Ja. Jetzt habe ich so oft Lager gesagt. Ja, das ist ein bisschen viel Lager gerade in 10 Sekunden. So. Ups, das waren jetzt etwas viele Stöcker. So, bäh. Stocklager. So. Baumwild. So. Aber wir könnten auch schon mal vielleicht überlegen. Ja. Wo wir unsere Hütte später hinbauen werden. Also unser großes Haus. Gott, keine Ahnung. Da denke ich, glaube ich, noch nicht drüber nach. Erstmal hier erstmal ein bisschen klarkommen. So. Ich habe jetzt einen Garten. Kann ich denn hier jetzt... Ich hab doch Samen, ne?
Benutze sie in einem Garten. Kann ich... Ah, hier. Ah, C. Geil. Ich habe jetzt Sachen eingepflanzt. Keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert. Es regnet, oder? Oder ist es nur Wind? Nee, ist nur Wind. Ist wahrscheinlich nur Wind, Alter. Es hat ewig nicht mehr geregnet. Ja. Ich meine, wir haben das Wasserloch. Nicht geregnet. Wir haben das Wasserloch, ne? Ja, ja, ich gehe mal hin. Ich muss auch was essen nochmal langsam wieder. Alter, ich muss dringend was. Ich bin am Verhungern, Alter. Mein Magen brummt. Krempelt sich um. Wo ist denn jetzt hier das Wasserloch? Er hat es auch schon, der Dürre ist dem auch schon zum Opfer. Also ich könnte auch ein ja, ich brat mal das. Ich back mal meine Fische. Also ich hoffe mal, dass das Holz nachwächst. Aber guck mal, das sind so junge Bäume, die so ganz klein sind. Ah. Also weißt du, ich glaube, erst sind ja diese Büsche und dann werden die größer und irgendwann wird ein Baum draus. Ich habe gerade Wasser geholt für den Topf. Nice. Man muss sie auch an den Rand stellen und dann mit C den... Also ich glaube, oder? Alter Topf zum Wasserkochen. Schmutziges Wasser, 100%. Oh. Hä? Musst du erst abkochen, das Wasser bestimmt. Ja, ja, aber dann haben wir die ganze Zeit schmutziges Wasser getrunken. Weil ich habe das ja aus dem See genommen. Aber gut, ist egal. Scheinbar... Scheint man davon nicht so nicht großen Schaden zu kriegen. So, warte, dann stell ich den Topf mal rauf. Warte. Oder? Warte, wie geht das jetzt mit I? Ja, da ist er. Und jetzt machen wir mal den Fisch da rein. Ich glaube, du backst den Fisch neben dem Dings. Ja, ne? Aber ich habe... Eigentlich ist da Wasser drin? Ja, dauert das, muss man das ja auch erst aufkochen. Was ja nicht wie realistisch das jetzt hier ist. Ich werde mal die Basis hier zu Ende planen. Ja, das ist irgendwie echt cool, dass man das schon mal so sehen kann, wie der aussieht. So. Ach, da ist der Fisch. Ja, aber der Topf ist irgendwie... Vielleicht kann man das Wasser ja auch nur abkochen und dann weiterverwenden. Das ist ja leer. Komisch. Warte, ich probiere es nochmal. Das muss ja irgendwie gehen. Alter! Herr, bist du noch da? Ja. In der Playlist, die ich hier gerade angemacht habe, habe ich gerade einen Song von Tale of Us. Das ist doch der von GTA, ne? Also der ja. In GTA drin ist. Also den ja. Die GTA mit eingebaut. Ja, ja, ich weiß, ja. Ich weiß, aber ist ja witzig. So, warte, habe ich jetzt immer noch Wasser drin? Ja. 100% schmutziges. Ah, trinken! Ah, Jona, man kann den Topf, also so verstehe ich das jetzt hier, auf jeden Fall mitnehmen und dann unterwegs daraus trinken, weißt du? Also das so als... Klingt wie Lied aus Dings, aus... Als, kurz gesagt. Das klingt auch ein bisschen nach Zelda. Also dieses Ding im Hintergrund. So, warte, ich stelle den Topf nochmal rauf. So. Und jetzt... Ich lasse ja mal ein bisschen köcheln, aber irgendwie, vielleicht kriegt das ja auch auf dem... Braucht man da so ein anderes Feuer? Ist das ein Lagerfeuer? Ja, ne, Junge? Oder ist das ein anderes Feuer oder ein einfaches? Ich nehme mal an, das ist ein Lagerfeuer. Jetzt haben wir so viele Türen, aber naja, ist ja egal. Junge, ist das ein Lagerfeuer? Ja, ne? Das ist ein Lagerfeuer, warte okay. Mal. Ich meine, da sind Steine drumherum, ne, gehe ich mal von aus jetzt, aber... Na, es gibt... Wie viele Feuer gibt es? Es gibt ein... Vier. Leuchtfeuer. No, Alter, ein Standfeuer. Wir müssen, glaube ich, auch mal... Ich werde mal ein Standfeuer in ein paar Ecken platzieren. Zum Beispiel hier. Ich glaube, du hast gerade einen Topf aus dem draufgelegt. So, okay. Ach so, mein Garten. Was sagt denn der Garten? Muss ich mal irgendwie gießen hier oder so? Nö. Vielleicht kann ich auch mit dem Eimer den Garten gießen. Aber das wäre ein bisschen umständlich. Vielleicht ist er wirklich nur, um unterwegs zu trinken. Das wäre irgendwie ein bisschen doof, aber... Ich wasche mich mal, ja? Reicht das als Waschen? Nee.
Ich werde mal was trinken. Hier aus unserer Pfütze hier. So, kann ich jetzt hier gießen? Nee, geht nicht. Na, dann legen wir den mal weg, den Topf. So, können wir noch irgendwas bauen hier? Ich wollte mal Federn. Ich kann mit dem Speer auch die Fische im Fluss fangen, im Teich. Okay. Ganz simpel, ganz einfach. Energiemischung, Alter. Das ist so windig und es regnet. Weißt du, die ersten drei Nächte hat's gepisst und jetzt regnet's nicht mehr. Das nervt mich ein wenig, muss ich sagen. Hast du noch mal irgendwo einen Hasen gesehen hier in der Nähe? Nö. Die sind irgendwie weg. Und Harz. Alter. Megakeule hier. Aber nee, komm, wir müssen jetzt hier nicht unnötige Sachen verbraten. Soll ich noch ein bisschen beim Holzfällen helfen? Ja, Alter, wir brauchen so viel Holz. Ja. Du könntest vielleicht sogar noch dir nochmal eine eigene Holzkarre bauen. Ich muss erstmal gucken, wie das geht. Es sind noch Stöcker im Stocklager. Okay. Dann gucken wir mal. Ah ja, Baumstammschlitten ist das, ne? Ja, dann kann man aber auch alles andere, Äste, Steine. Soll ich vielleicht mal einen Schrank bauen, wo man mal ein paar Sachen reinlegen kann? Obwohl, es braucht auch Holz am Ende. Und vielleicht die Frage ist natürlich, was können wir da reinpacken? Ja. Ich glaube, es ist eher wichtiger, dass wir jetzt erstmal unsere Basis zubauen. Ach, hier ist ein Stecker noch. Alter. Oh, ah, es regnet. Alter, es der Regen, er kommt endlich. Auch wenn die Musik gerade nicht passt, irgendwie ist sie schön. So. 10 Stück noch, gut. Ich hätte ja gern so, kann man sich Hotkeys setzen? Nee, ne? Ach doch! Nee, doch nicht. Hier sind doch noch Äste im Stocklager. Ja, nee, ich, hab schon benutzt. Ja, endlich regnet es mal wieder. Das hört man auch einem selten in einem Survival-Spiel sagen. Ich habe ihn fertig gebaut. Den Karren? Mhm. Hattest du noch Stöcke am Start oder waren noch welche im Lager? Es waren noch richtig viele im Lager. Hä? Ich habe doch gedrückt wie ein. Wie ein Wilder habe ich gedrückt. Ja, aber du kannst nur maximal 10 aufnehmen, das ist dir ach klar. Ach so, ne? Ja, nee, offensichtlich nicht. Gut, warte, ich habe ja welche geholt, dann kann ich noch welche reintun. Also jetzt habe ich hier so viele Türen eingebaut, jetzt haben wir hier eine Tür zur Garage, also Garage in Anführungszeichen, jetzt haben wir hier eine Tür als Haustür, wir haben eine Hintertür und dann baue ich hier noch eine Tür ein für den Garten. Das ist dann... Den Garten. Kennst du, oder kennt ihr Takeshis Castle? Ja. Und da gab es ja auch immer dieses Wabenspiel, wisst ihr, was ich meine? Ja, mit den das, Türen? Wo man... Ja, wo man so vor diesen Leuten fliehen musste, ne? Genau, in diesem Waben. Und manche Türen waren auf und manche Türen waren zu. Da ja, ich weiß, was du meinst. Und dann immer auch mit Wasserfallen und so. Das war richtig cool. So, warte mal. Dann hole ich mir mal... Ich mal den Wagen und bring den mal mit zu dir. Ist auch cool, dass er so markiert ist mit so einem kleinen Fähnchen. Das ist schon toll, wieder für nichts, ne? Was sagst du? Damit du ihn wiederfindest. Ja. So, was verbindet alle Survival-Spiele? Holzfällen. Übrigens gerade rausgefunden, Jona, wenn man den Speer in der Hand hat und schnell auf die Axt wechseln möchte, muss man 1 drücken. Ich weiß. Aber man kann nicht wieder auf den Speer wechseln, ne? Ja, die 2 und so weiter sind nicht belegt. Also, oder so, dass ich nicht weiß, aber das mit der 1 wüsste ich. Okay. Aber danke. Unsere genau. Basis ist jetzt übrigens, wenn ich die jetzt die Bäumstämme noch abgeliefert habe, fertig. Also so, dass sie zu ist. Sehr schön. Sie ist natürlich richtig hässlich, weil wir kein Fundament haben und sie einfach in die Wildnis gepfeffert haben. Ja, ist ja egal. Hauptsache, man ist erstmal einigermaßen safe. Man kann sich dann ja immer noch ausbreiten.
Das Problem ist bloß, wenn die Typen kommen, müssen wir 1, 2, 3, 4, 5, müssen wir 4 Türen zumachen. Okay, die Hintertür ist dauerhaft zu. Ach komm, Baum. Mit der Axt los.